Willkommen bei Rund um Starsinn. Schön, dass ihr eingeschaut habt heute. Ich bin euer Fexi und heute haben wir ein kleines besonderes Thema, was ein bisschen heikel ist zwischendurch. Ist wirklich Starsinn Pay to Win oder nicht? Wir hatten letztens eine sehr coole, sag ich mal, Live-Diskussion genau über dieses Thema gehabt. Ist Starsinn, sag ich mal, Pay to Win, Pay to Time oder was ist es denn? Und das wollen wir uns ein bisschen heute ein bisschen genauer angucken. Was ist wirklich, sag ich mal, Star Citizen und in welche Richtung wird das gehen oder in welche Richtung wird es auch zukünftig gehen? Und darüber möchte ich einfach mal mit euch reden, gerade was auch ein sehr schöner Aspekt ist. Wie ist es eigentlich, wenn ich mit Star Citizen anfange und auf was muss ich achten? Und könnte der Eindruck wirklich entstehen, dass es vielleicht doch Pay to Win ist? Ich denke, am Anfang, ja, der Eindruck könnte wirklich, man könnte den tatsächlich gewinnen. Aber ich finde nicht, dass es Pay to Win ist. Und warum ich dazu komme, zu diesem Entschluss, dass ich doch sage, ist es doch eher Pay to Time. Und dazu komme ich gleich zu diesem Thema. Fangen wir doch einfach mal an. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde mal so sagen, wir legen direkt los mit dem Thema. Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz komplett neu anfangen, zum Beispiel, wir haben uns für Starsinn entschieden, wir wollen uns vielleicht in dieses Spiel eintauchen und dann komme ich auf diese, sag ich mal, sehr coole Internetseite, die verdammt, sag ich mal, schwierig zu durchblicken ist. Da sind wirklich viele, viele Punkte dran, drinne, wo man wirklich nicht genau weiß, wo finde ich was. Und da möchte ich so ein bisschen noch mal ein bisschen mit euch darüber eingehen. Gerade wenn man jetzt neu anfängt mit Starsinn. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Pledge Store, wir kommen hier auf diese Internetseite, denn am besten ist das, wenn ihr euch einen Account anlegt, bevor ihr euch das Spiel überhaupt kauft, dann denkt ihr daran, nehmt am besten einen Refer-Code. Ein Refer-Code ist ein Code, damit ihr zum Beispiel 5000 Store-Credits extra Ingame-Währung bekommt und sag ich mal, euer Freund, euer Kumpel oder euer Lieblingsstreamer würde dann auch eine Kleinigkeit dafür bekommen. Also einen Refer-Code solltet ihr auf jeden Fall nehmen, wäre super praktisch. Erstens für den, den ihr supportet und ihr bekommt nochmal 5000 Store-Credits extra Ingame-Währung. Fangen wir mal an, wenn wir jetzt auf diese coolen Seite eingetrudelt sind, von CIG, dann könnte man so erstmal denken, okay, Pledge Store, da könnte man mal mit anfangen, um jetzt den Spielezugang zu kaufen. Dann sehe ich hier, okay, hier gibt es ja zwei Schiffe, einmal die Titan, einmal die Mustang. Okay, was ist denn in der Titan drinne, könnte man denken, oder was ist in der Mustang drinne, weil ja doch noch ein bisschen günstiger ist. Also, erstens mal vorab, das beste Package, was ich finde, was wirklich sehr cool ist, das ist tatsächlich das Titan Package, da macht man gar nichts falsch. Das kann man sich auf jeden Fall holen. Da habt ihr Star Citizen drin und mit der Titan, sag ich mal, könnt ihr alles Mögliche machen. Ihr könnt alle Questen absolvieren, ob es Delivery-Missionen sind, ob es Handelsmissionen sind, ob es Bounty-Hunting sind. Egal, was es ist, ihr könnt alle Missionen machen. Und was auch sehr schön ist, auch später im Nachhinein könnt ihr die Titan auch noch weiter benutzen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel weiter fortgeschritten seid, nachher später im Spielverlauf, lohnt es sich immer wieder, die Titan für bestimmte Missionen auszupacken. Deswegen ist das ein Schiff, was man immer wieder sehr gut einsetzen kann, gerade wenn man sie auch die Komponenten abgedatet hat und wenn man da so ein bisschen das Schiff schon ein bisschen, sag ich mal, nach seinen Ermessen customisiert hat, ist das schon ein sehr schönes Schiff, was auch sehr gut performt, auch zum späteren Zeitpunkt, wenn man weiter im Spielverlauf weiter fortgeschritten ist. Also es ist ein sehr schönes, sag ich mal, Einsteigerraumschiff mit einem Spielepaket drin, Star Citizen da drin. Dann gibt es natürlich noch Squadron 42, das muss ich auch nochmal erwähnen. Squadron 42 ist, sag ich mal, die Solo-Kampagne kann man sehr gut mit Witcher vergleichen. Wer Witcher zum Beispiel kennt, das ist eine Solo-Kampagne, wo man dann seinen Charakter in einer Solo-Welt, sag ich mal, durchspielt. Das ist eine Open-Solo-Welt. Und wenn man seinen Charakter durchgespielt hat später in Squadron 42, kann man den auch mit rübernehmen, sag ich mal, ins PU, ins Star Citizen, ins große MMOPG, wo man dann auch bestimmte Achievements freispielen kann. Zum Beispiel, wenn ihr die Solo-Kampagne durchgespielt habt und habt bestimmte Achievements geschafft, dann könnt ihr euch zum Beispiel auch einen Token zu, sag ich mal, einen Token freischalten für eine F8 Lightning. Eine F8 Lightning ist ein Heavy Bomber von der UEE und den könnt ihr euch dann erwerben. Wenn ihr Squadron 42 in der Solo-Kampagne durchgespielt habt, habt ihr den Zugriffstoken, dass ihr es dann erwerben könnt im PU, was natürlich eine sehr, sehr schöne Sache ist. Und das wird nicht nur mit der F8 sein, das wird auch mit anderen Schiffen genauso sein oder auch mit anderen Gegenständen oder Komponenten oder auch andere Sachen. So, wenn wir natürlich das jetzt so machen möchten, wir möchten auch noch Squadron 42 dazu haben und, sage ich mal, Star Citizen, dann würde ich tatsächlich euch empfehlen, dann holt euch das Combo-Package mit der Mustang drin. Sonst würde ich mal so sagen, von der Mustang würde ich total abraten. Das ist kein gutes Schiff, das performt nicht sehr gut und fehlt noch ein bisschen Liebe. Wenn ihr wirklich nicht mehr, wenn ihr wirklich keine Titan holen wollt, dann holt euch lieber die Aurora. Die Aurora, da habt ihr auch Star Citizen bei. Da habt ihr ein Bett zum Auslocken. Das heißt, hier habt ihr auch Crew Quarters, dass ihr irgendwas machen könnt.
Und das Schiff ist stabiler und performt auch besser, auf jeden Fall wie die Mustang. Zu den jetzigen Zeitpunkt 3.91 zumindest noch. Wie es mit 3.10 ist, müssen wir abwarten. Also wenn ihr wirklich nicht die Titan nehmen möchtet, dann nehmt euch die Aurora MRS Starter Package. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Schiff. Wenn ihr aber noch dazu, sage ich mal, Squadron 42 dazu haben möchtet, also die Solo-Kampagne und Star Citizen, dann ist mein Tipp, dann nehmt doch am besten noch das Mustang Alpha Star Citizen Squadron 42 Combo Package. Wenn wir mal reingucken, more information. Da haben wir die Mustang drinne, da haben wir hier Star Citizen drinne und sogar Squadron 42, was natürlich sehr schön ist. Das ist perfekt so gesehen für unsere Bedürfnisse, aber das Raumschiff ist natürlich jetzt nicht so perfekt. Das macht aber nichts. Wenn ihr das jetzt gekauft habt, dieses Combo Package, dann würdet ihr nämlich auch nochmal relativ viel Geld sparen, weil ihr da beide Spiele drinne habt. Dann habt ihr das, sag ich mal, das Starter Package jetzt gekauft, dann könnt ihr in My Hangar reingehen zum Beispiel. Machen wir das einfach mal bei mir. Dann zeige ich euch das auch gleich direkt live. Genau, wenn ihr dann könnt ihr hier unter Ship Upgrades raufklicken und dann könnt ihr nämlich aus der Mustang Titan, sag ich mal, eine Titan machen. Dann geht ihr, also hier habt ihr dann, eure Mustang würde dann hier aufgelistet sein. Ich mache das einfach mal, wenn ich auf All Ships gehe, werden alle Schiffe aufgelistet. Dann könnt ihr hier jetzt die Mustang Alpha auswählen. Die habt ihr ja gerade erworben mit den, sag ich mal, mit den Dual Package. Wenn ihr hier raufklickt, dann könnt ihr hier ganz entspannt dann auf die Titan upgraden, was auch noch sehr cool ist. Wenn ihr das gemacht habt, dann spart ihr sogar auch nochmal $5, weil der Upgrade-Wert von der Mustang ist einfach $5 Mehrwert auf die Titan, wie zum Beispiel mit der Aurora. Da müsstet ihr dann nochmal $5 extra raufziehen. Das heißt, ihr würdet sogar nochmal Geld sparen. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch mal am Anfang mitgeben möchte zu dieser Diskussionsrunde hier. Also wenn ihr zum Beispiel in Star Citizen einsteigen möchtet. Jetzt kommt natürlich der Punkt, okay, jetzt bin ich hier auf der SI-Seite gelandet, dann gehe ich auf Pledge Store. Dann denke ich, mein Gott, hier gibt es relativ viele Packages, hier gibt es große Packages, hier gibt es viele Schiffe. Ist es wirklich Pay to Win? Muss ich wirklich ein großes Schiff haben? Oder kann ich mir sowas wirklich auch nachher später eben auch in-game erfahren? Eins vorab, man kann sich wirklich alles in-game erfahren. Es gibt jetzt nicht so, und das sogar bis jetzt noch bis zum vernünftigen Zeitpunkt. Das heißt, man braucht nicht ewig lange, um sich später was in-game zu erfahren. Das geht relativ gut. Also man kann eigentlich voll und ganz mit einer Titan anfangen und man kann in einer vernünftigen Zeit sich zum Beispiel eine Prospector erfahren. Eine Prospector ist ein Mining-Raumschiff, womit man sich dann weitere Schiffe dann später eben weiter erfahren kann. Oder man kann sich auch alles in-game anmieten oder auch in-game kaufen. Durch die Langzeitpersistenz, die jetzt gerade in der Alpha-Phase getestet wird, habt ihr auch die Möglichkeit, die Schiffe und die Credits, die ihr jetzt schon erspielt, auf jeden Fall zu behalten, was natürlich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Point of Context ist, wenn ihr da zum Beispiel schon einsteigen möchtet. Kommen wir weiter zu dem nächsten Punkt in dieser Sache. Wenn wir natürlich weiter runter scrollen, dann sehen wir, oh, hier gibt es solche große Kampfschiffe, die relativ teuer sind. Kann ich mir die auch später erkaufen in-game? Klar, gar kein Thema. Auch die Raumschiffe könnt ihr euch ohne Probleme in-game später erfahren. Das stellt gar kein Problem dar. Selbst die größeren Raumschiffe, sage ich mal, wie eine Banu Merchantman oder wie eine Idris, wenn wir jetzt mal die ganz großen Packages sehen, wo man wirklich denken könnte, das muss auf jeden Fall Pay-to-Win sein, ist es auf gar keinen Fall. Man kann wirklich alle Raumschiffe oder alles, was ihr hier seht, kann man wirklich sich in-game erfahren, erspielen. Und das sogar zu einer vernünftigen Zeit. Zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, die 890 Jump, die konnte man für 890, sag ich mal, Dollar momentan kaufen. Die wird nachher, sag ich mal, mit den nächsten Upgrades für 32,5 Millionen Ingame-Währung kaufbar sein. Also auch diese Schiffe kann man ohne Probleme kaufen. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, das ist zum Beispiel die Idris M. Die Idris M wurde damals in der Kickstarter-Phase verkauft. Und die Idris M wurde danach nie wieder verkauft. Das ist korrekt. Die Idris M ist quasi, die hat eine bessere Panzerung. Aber sie, also die Idris P, die man sich auch in-game nachher kaufen kann, hat auch eine Heavy-Panzerung. Die ist wirklich nur ein Ticken besser und hat ein paar andere Hardpoints. Und die wurden wirklich nur in der Kickstarter-Phase verkauft und danach nicht mehr. Deswegen ist das auch gar kein Problem. Und das tut, glaube ich, nicht weh, weil man da eh nicht mehr rankommt. Also ich finde schon, dass man sagen kann, das ist wirklich Pay-to-Time, weil das Einzige, was natürlich Fakt ist in dieser Hinsicht, ich kann mir natürlich die Schiffe kaufen, was natürlich interessant ist, ich kann mir auch eine Hull-E kaufen, können wir uns ja mal kurz angucken. Wenn wir uns mal eine Hull-E angucken, dann würde man sich natürlich auf jeden Fall die Zeit ersparen zu der Hull-E, sage ich mal. Gucken wir mal rein. Die Hull-E ist natürlich jetzt ein Containerschiff. Und wenn ich mir die natürlich jetzt schon kaufen sollte,
dann würde ich natürlich die Zeit sparen, weil ich das Schiff schon habe und könnte dann gleich auf die Waren gehen. Das Problem ist einfach, man muss natürlich auch erstmal die Logistik dazu haben. Das bedeutet, du müsstest dir eine Handelsgilde beitreten, dann müsstest du da den Ruf erfahren, damit du vertrauenswürdig bist. Wenn du den Ruf dir aufgebaut hast mit der Zeit, dann würdest du irgendwann so große Speditionsaufträge oder Handelsaufträge wirklich bekommen, dass du tatsächlich auch die Hall einsetzen kannst. Also selbst wenn du eine Hall-E, eine Hall-D oder auch eine Hall-C hast, wirst du diese großen Schiffe gar nicht am Anfang fliegen können, weil du gar nicht, sag ich mal, die Credits hast, um sie zu befüllen und zweitens, also die Ingame-Währung, und zweitens hast du auch nicht die Möglichkeit, die großen Questen anzunehmen für diese, sag ich mal, Transportschiffe, weil du einfach nicht den Ruf dafür hast. Und das ist immer das Problem. Und zukünftig wird man auch die ganzen anderen Schiffe auch kaufen können. Zum Beispiel die Prola hatten wir eine sehr schöne Diskussion gehabt in Game. Die Prola war ja jetzt schon drinne und haben sich viele beschwert. Jetzt haben sich viele die Prola-Gultis aber über. Denkt daran, das ist immer noch eine Alpha-Phase. Und wir sind immer noch dabei, dass Konzept-Schiffe verkauft werden oder auch Schiffe, die gerade fly-ready werden, um das Spiel zu unterstützen. Das wird irgendwann nicht mehr da sein. Irgendwann wird es das wirklich nicht mehr geben, dass du keine, sag ich mal, keine Schiffe mehr kaufen kannst auf der Internetseite. Das wird irgendwann raus sein, dann kannst du gar keine Schiffe mehr kaufen. Das Einzige, was sich wohl leicht vermutlich vorbehalten wird, sind die Konzeptschiffe. Konzeptschiffe werden sie auch im Nachhinein weiter, immer weiter verkaufen. Und das glaube ich auch auf der Internetseite, damit sie immer weiter das Spiel weiterentwickeln können. Und leichte Customization-Sachen werden sie auch verkaufen, wie Skins zum Beispiel. Was aber auch ein sehr cooler Hinweis war, es werden auch besondere Skins nur in-game für die Ingame-Währung zu kaufen sein, in-game. Und es wird auch Skins geben, die man dann eben auch für echt Geld kaufen kann. Da werden die solche Mischung machen. Was ich sehr cool finde, dass es eben In-Game-Skins sind, die besonders sind, und dass es dann eben auch besondere Skins gibt für Echtgeld. Also das wollen die auch reinbringen und finde ich sehr, sehr, sehr cool, dass sie in beide Seiten eben abdecken. So sehen wir das zumindest wieder, dass es doch mehr, sag ich mal, Pay-to-Time ist. Du ersparst dir zwar die Zeit, dir das Raumschiff zu kaufen, die Credits zu farmen, aber dennoch musst du dir den Ruf erfarmen oder eben die Credits, damit du die Ladung voll machen kannst. Also ich bin voll bei euch. Pay-to-Time, ja, Pay-to-Win deswegen gar nicht. Selbst eine sehr seltene Skies kannst du tatsächlich von einem Vendul erobern oder finden, und die kannst du durch, sag ich mal, durch eine Manufaktur, Esperia, das ist eine Firma, die extra sich spezialisiert hat, um Alien-Raumschiffe eben, sag ich mal, für den Menschen umzu-Customization. Und das kannst du auch nachher alles in-game machen. Das heißt, es ist wirklich so, dass du alles in-game kaufen kannst, und für mich ist wirklich erst Pay-to-Win soweit, wenn es wirklich so ist, dass du nur Komponenten kaufen kannst für Echtgeld, nur Laserwaffen kaufen kannst für Echtgeld oder nur Raumschiffe kaufen kannst für Echtgeld, die du später nicht in-game kaufen kannst, und dass du die auch noch in einer bestimmten Zeit, sage ich mal, realisieren kaufen kannst. Also, dass es nicht so ewig dauert, dass du jahrelang brauchst, um ein Schiff zu kaufen. Das wäre auch für mich dann tatsächlich irgendwann Pay-to-Win. Wenn du wirklich zu lange brauchst, um ein Schiff dir zu erwerben zu können für die Store-Credits, wäre es für mich auch Pay-to-Win. Aber wenn es sich alles im vernünftigen Rahmen, sage ich mal, bewegt, ist es für mich kein Pay-to-Win. Es ist wirklich für mich, sage ich mal, Pay-to-Time. Und so fühlt sich das auch an bis jetzt. Und für mich fühlt sich das sehr gut an. Ich habe damit gar keine Probleme, finde das Konzept sehr cool. Wie sie es bis jetzt umgesetzt haben, finde ich das richtig, richtig gut und kann wirklich nichts dazu sagen. Was auch noch interessant ist, wir müssen auch immer noch bedenken, dass wir hier keine Publisher haben. Das heißt, wir haben auch keinen jetzt unbedingt, keinen Investor. Wir haben zwar einen Investor drin, der um die 12% gekauft hat von Squadron 42, der aber nur dafür da ist, um die PR-Kampagne für Squadron 42 zu unterstützen. Dafür hat er sich eingekauft, und das ist ein Investor, den wir drin haben. Sonst gibt es keine Publisher, keine Investoren. Das wirkt wirklich, sage ich mal, nur von Spenden zum größten Teil, sage ich mal, finanziert das Projekt. Deswegen ist CIG immer noch eben auf uns angewiesen. Deswegen fühlt sich das auch so ein bisschen jetzt schon nach Pay-to-Time an. Gerade wenn man neu dazu einsteigt, dann hört man vielleicht irgendwo auf YouTube oder bei einem Twitcher zu, was hat er denn schon alles sich geholt und gekauft, die Leute? Wow, haben die so viel Geld ausgegeben? Das muss ja einfach Pay-to-Win sein. Aber ist es eigentlich wirklich gar nicht? Du brauchst wirklich nur eine Titan, um eben Spaß haben zu können. Den Rest kann man sich wirklich alles in-game erfahren. Aber wir sind, die meisten, die Fanboys sind schon so gepolt. Wir wissen genau, CIG ist auf unsere Spenden angewiesen, damit der Geldfluss einfach weiterläuft, damit sie einfach, sag ich mal, Star Citizen realisieren können. Deswegen sind sie da in so eine Schraube drin, dass sie eben immer wieder, sag ich mal, Schiffe verkaufen, damit sie eben das Spiel weiter finanzieren können, ohne Publisher, ohne weitere Investoren, damit, sag ich mal, CIG das Spiel für uns bauen können, so wie wir uns das vorstellen. Und denke ich mal, dass bis jetzt klappt es wunderbar. Denkt auch immer daran, noch ein ganz kleiner Nebenhieb zu den Point of Context, was ganz interessant ist.
alle 3 Monate kommt ein neuer Patch raus. Und da sind meistens ganz, ganz viele neue Inhalte da drin. Und wir möchten ihn auch wieder spielen und das in der Alpha-Phase und in der Pre-Alpha-Phase. Deswegen denkt immer daran, warum dauert die Entwicklung so lange? Das ist auch nicht hier, sag ich mal, das war auch ein Point, der angesprochen wurde, wo wir die Diskussion hatten auf Twitch und live, dass es vielleicht sein könnte, dass Star Citizen oder CIG die Entwicklung künstlich, sag ich mal, in die Länge ziehen. Ist es auf jeden Fall nicht. 2015 haben sie alles über den Haufen geworfen, dann haben sie mit der Entwicklung neu angefangen, mit der Lumberyard Engine, also haben sie erstmal gesehen, was die Engine alles kann und was sie aufbauen möchten, weil dann war der Geldfluss auch da und CIG hatte selber nie damit gerechnet, dass so viel Geld zustande kommen kann, damit sie so viel Geld haben, so ein cooles Spiel zu entwickeln. Deswegen, das war, hatten sie da noch gar nicht so viel im Auge gehabt. Deswegen haben sie komplett alles neu entwickelt, eben auch diese prozentualen Rendern-Geschichten, haben sie die ganzen Features gebaut, damit sie das Spiel überhaupt aufbauen können, dass sie den Content schneller kreieren können, haben die ganz viele Features für die Designer, für die Entwickler gebaut, damit das Spiel im Baukastenprinzip sehr cool zusammengebaut werden kann. Und diese Features, sag ich mal, diese Werkzeuge mussten erstmal erstellt werden, zum Beispiel für die Planetengenerierung, für die Städtengenerierung, für die Raumschiffe-Generierung, für den ganzen Kram haben sie Tools gebaut oder für die Subsunction, für die NPCs, nachher, für, dass die vernünftig ihre Abläufe haben. Das muss natürlich erstmal alles entwickelt werden und erstmal eingebaut werden. Und alle 3 Monate bringen die einen großen neuen Patch raus mit relativ viel Inhalten. Und natürlich sind dann immer wieder neue Fehler da. Zum Beispiel ein Blizzard oder ein anderer Publisher oder andere Softwarehersteller, Spielhersteller. Die können durchgehend fast durchentwickeln und bringen dann irgendwann mal ein Spiel in die Alpha, in die Beta rein und zeigen uns das mal, was das ist. Oder wir können es dann anspielen. Und CIG ist an einer Pre-Alpha, wo ganz viele Änderungen auch noch im Fundament gemacht werden und wo dann oben wieder umgebaut werden muss. Zum Beispiel das Docking-Prinzip, was jetzt auch ein sehr gutes Beispiel ist. Jetzt haben sie zwar die Idee, wie sie das Docking reinbringen möchten, also Ship-to-Ship-Docking, Ship-to-Station-Docking und das dynamische Grid-System. Sie wissen, wie sie jetzt reinbringen wollen. Jetzt muss aber der ganze Client und auch das ganze Server-Build, die ganze Software wieder darauf aufgebaut werden, umgeschrieben werden. Das heißt, die Schiffe müssen neu designt werden auf das dynamische Box-System. Dann müsste das auch die ganzen Planetenstationen, das muss alles nochmal überarbeitet werden, damit das dynamische Grid-System auch richtig funktioniert. Und dann kommt es auch rein und das sind mal wieder Arbeiten, wo sie unten am Fundament wieder was ändern und oben muss alles nachträglich auch wieder repariert, getestet und eingebaut werden. Also in diesem Sinne, denke ich mal, müssen wir es ihnen einfach die Zeit gönnen, weil wir einfach ja auch schon spielen möchten. Und ich finde auch, dass die Qualität sehr gut, sag ich mal, angehoben wurde, seitdem sie diese Staffelentwicklung machen in 3, 6 und 9 Monate. Das heißt, sie haben mehrere Teams, die an verschiedenen Zeitpunkten arbeiten. Deswegen ist das auch alles ein bisschen entzerrt und die Patche werden ja auch immer besser. Und auf jeden Fall ist die Qualität viel hochwertiger von den Patchen auch jetzt geworden, wie sie früher waren. So, dazu nochmal, ich wollte das einmal nochmal loswerden zu dem Thema Pay to Win und dazu noch einmal kurz meine Meinung sehr gerne euch weitergeben, so wie ich das sehe. Und gerade wo wir die Diskussionsrunde hatten, glaube ich, waren da sehr, sehr, sehr viele einer Meinung. Ein paar haben auch so ein bisschen gesagt, wegen der Pro-Layer, jetzt ist das Pay to Win. Man konnte sie nur mit Echtgeld kaufen, man konnte sie noch nicht in-game kaufen. Weil wie gesagt, da müsst ihr mal dran denken, das ist immer nur ein Faktor Zeit, wenn das auch die Pro-Layer nachher in-game kaufbar ist. Und das dauert meistens nur so 2, 3 Patche, dann ist sie auch drin, dann kann man sie auch mit Credits kaufen und wir sind immer noch in einer Alpha. Wir können wirklich noch nicht von einem vollständigen Spiel reden, wo man das wirklich so auswerten kann. In diesem Sinne kommen wir fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns auf jeden Fall auf Twitch wieder. Ich bin immer montags bin ich am Start, dann bin ich mittwochs am Start und Freitag, Samstag, Sonntag könnt ihr mich immer auf Twitch treffen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Bei Twitch TV Fexi könnt ihr mich erreichen. Oder hinterlasst mir auch eine Nachricht, was mich auch sehr freuen würde. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren unten reinschreiben, was sagt ihr dazu? Ist, sag ich mal, Star Citizen wirklich Pay to Win? Oder was vertritt ihr für eine Meinung? In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und schaltet bis zum nächsten Mal ein, wenn es heißt, rund um Star Citizen mit dem Fexi. Bis dann, bye bye, euer Fexi. Ciao, ihr Lieben.